Egosoft. Sie feiern 25 Jahre. Tja, so lang gibt's die Firma schon. Und seit geraumer Zeit gibt's auch X. Und ich glaube 1999 ist der erste Teil rausgekommen. Und ich habe ja schon staubfrei gemacht, was sozusagen mein erster Eindruck war. Und seitdem hat sich was geändert, denn wir haben schon die Version 1.1.2. Das heißt, mein staubfrei steht bei 50% des Hochladens in dem Moment, wo ich diese Aufnahme starte. Und es ist schon veraltet. Also so schnell geht's. Ich habe mir überlegt, was ich tun soll. Ich habe mir echt überlegt, was ich tun soll. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich habe hier mal ein bisschen drin rumgestellt, weil ich Performance-Probleme hatte. Aber diese Performance-Probleme, die ich hatte, die habe nicht nur ich, die haben auch andere. Und deshalb habe ich mir überlegt, mache ich die Sachen doch wieder an. Hui, holla die Waldfee. Ja, weil wenn ich die auslasse, dann weiß ich ja nicht, ob das dann vielleicht nicht genauso schlecht läuft wie beim letzten Mal. Ja, wir müssen ein neues Spiel machen. Warum? Ich habe gehofft, dass ich meinen staubfreien Spielstand weiterspielen kann. Und wenn ich den dann weitergespielt hätte, Aufschluss bekommen hätte, wie ich das Spiel besser angehe. Dummerweise ist das nicht passiert. Und weil das nicht passiert ist, müssen wir, können wir nicht mal den fortsetzen. Und ein freies Spiel können wir auch nicht starten, weil ich von dem Spiel eigentlich noch gar nichts weiß. Das Spiel ist jetzt, ich glaube, seit 5 Stunden auf meiner Platte. Ich habe 2 Stunden darin zugebracht. 1 Stunde für mein Staubfrei. 1 Stunde, um zu gucken, ob ich vielleicht so weit spielen kann, dass ich schon so viel Infos kriege, dass wir hier eine freie Karriere starten können, ein freies Spiel starten können. Und unterm Strich muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ich komme in dem Spiel so wenig zurecht. Also, ich meine, ich habe alle Vorgänger gespielt und bin wirklich davon ausgegangen, ich werde da keine Probleme haben und das wird sich im Großen und Ganzen mit den X-Teilen, die ich schon gespielt habe, decken. Und wir werden unheimlich viel Fun haben hier drin gemeinsam, um unser eigenes kleines Imperium aufzubauen und ein paar Piraten abzuschießen oder selber Pirat zu werden. Aber dem ist nicht so. Und das liegt alles daran, dass sie ganz schön viel geändert haben. Aber jetzt kommt erstmal die Story. Und zwar diesmal komplett. Enzyklopädie-Eintrag. Historische Schiffe. Stolz von Albion. Dieser von John Ferco im Jahr 2932 gebaute Schiffsprototyp stellt ein Meisterstück dar, das auf Bauplänen des Ingenieurs Balaji basiert. Seine Vielseitigkeit in puncto Antriebsleistung und Waffen-, Schild- und Hüllentechnologie hätten ihn eigentlich zu einem erstklassigen Schiff für das Militär gemacht. Das Modell schaffte es allerdings nie bis zur Serienreife, da der Bau der Grundkonstruktion mit erheblichen Kosten verbunden war. Noch ist sie nicht zerstört. Ich denke, da habe ich ein Update für die Enzyklopädie. Enzyklopädie-Eintrag. Revolution in Albion. Sofort nach dem überraschenden, massiven Versagen der Tore im Jahr 2947 unternahm die Plutarch Mining Corporation im Albion-System einen Putschversuch gegen die dort stationierten Streitkräfte der argonischen Regierung, da die argonischen Verbände keine Möglichkeit hatten, Verstärkung aus anderen Systemen zu erhalten, war es ein leichtes für die Streitkräfte der PMC, sie zu besiegen. Daraufhin richtete PMC eine Übergangsregierung ein. Trotz der seit Jahrzehnten andauernden Trennung von Tor-Netzwerk gelang es der PMC-Übergangsregierung erfolgreich, Wohlstand, Fortschritt und Sicherheit für alle
Tja, und schon haben wir einen Alarm. Wurden unterbrochen hier. Hey, ist da jemand? Ja. Ja, ich verstehe dich laut und deutlich. Mehrere meiner Systeme sind ausgefallen. Ich muss andocken. So, wähle die verfügbare Gesprächsoption aus. Hier unten ganz klein zu sehen, sagen wir, okay. Ich glaube, da drüben ist eine Andockvorrichtung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob sie funktioniert. Du bist dir besser sicher. Ich komme schnell rein. Tja, die Frames gigantisch hoch. Ich bin mal gespannt, was das hier gibt. Dia-Show oder so. Keine Ahnung. Hey, alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Danke. Wie bist du in dieser Kapsel gelandet? Ich wurde im Highway angegriffen. Es ging alles so schnell. Sie könnten immer noch in der Nähe sein. Ich habe es überprüft. Du warst das einzige Schiff. Wir können zur nächstgelegenen Station fliegen, aber es wird eine Weile dauern. Das Schiff ist nicht... Wenn sie mich verfolgen, dann haben wir ein Problem. Lass mich nachsehen. Die Dialoge brechen sich selbst ab. Auch immer ganz gigantisch. So, und ja, jetzt haben wir wieder 25 Frames. Schön. Hier drin gibt es, glaube ich, einen Bug. Da kann man feststecken bleiben. Deshalb gehen wir da gar nicht hin. Gehen wieder ins Cockpit. Dass ein ausgeklügelter Versuch sein sollte, mein Schiff zu klauen, dann hättest du besser gewartet, bis ich meine Reparaturen abgeschlossen habe. Du machst keine Witze. Das Ding sieht wirklich schlimm aus. Du bist Ingenieur? Techniker. Ich arbeite für Herz von Albion und führe Sicherheitsüberprüfungen in Arbeitsbereichen wie Schiffen, Produktionslinien oder ähnlichen Dingen durch. Yisha Terran. Ren Otani. Und wenn ich mich nicht irre, ist das hier die Stolz von Albion. Du kennst deine Schiffe. Ich habe es hier in der Nähe aufgelesen. Seitdem versuche ich, es wieder in Schuss zu bringen. Ein Spaßvogel dachte wohl, es wäre lustig, die Schiffs-ID zu Albion Skunk zu ändern. Ich sollte wahrscheinlich meine Leute wissen lassen, dass es mir gut geht. Damit kann ich dir nicht helfen. Ich bin hier, weil ich nach einem Hochleistungstransmitter gesucht habe. Es ist wohl das Beste, wenn wir zu einer Station fliegen. Wir fliegen weiter, wenn ich die Antriebe etwas aufgewärmt habe. So, ja, Leertaste haben wir schon gedrückt. Wir beschleunigen mal ein bisschen. Geschwindigkeitsanzeige kenne ich schon. Jawohl, ja. Sehr schön. Also wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen eingespielt und ich spiele es am Ende jetzt doch mit Maus und Tastatur. Ich habe alle anderen Controller ausprobiert. Das ist gar nicht meine Welt. Sie spinnt manchmal etwas rum. Das passiert eigentlich nur, wenn einige PMC-Schiffe den Highway verlassen. Fast fertig. Wusstest du eigentlich, dass dein Turboantrieb außer Betrieb ist? Ja, der hat noch nie funktioniert. Liegt wohl an... Moment. Wofür war das denn? Das waren Sicherheitskräfte von Plutarch. So eine Provokation direkt vor deren Augen ist eine schwachsinnige Idee. Entspann dich, sie werden nicht so schnell aufholen. Pass auf, ich habe einen Freund auf einer nahegelegenen Station. Bring mich dorthin und wir bekommen die meisten unserer Systeme wieder in Gang. Schau dir das an. Tja, so, wir haben... Die Manövriertriebwerke sollten jetzt besser reagieren. Wir haben eine Aufgabe und die Story, die quatscht die ganze Zeit in uns rein. Und wir versuchen hier den Highway anzufliegen. Was ist unsere Mission? Die Hälfte deiner Systeme befand sich im abgesicherten Modus. Ist sie in einen Kampf geraten? Sie ist so, seit ich sie gefunden habe. Wie wäre es, wenn wir dich zur Station bringen? Ja, da habe ich drauf gewartet, dass wir hier den Auftrag kriegen. Da rein, weil ich muss das Ganze mal ein bisschen voran pushen hier. Das ist ja sonst ein Drama. Das endet ja sonst nie. So, und rein da. So, gucken wir mal, ob wir irgendwo uns ranhängen können. Auf eine schnelle Linie. Und damit es hier mal vorangeht. Wow. Voraus ist die Ödlandkolonie. Nicht gerade ein Quell der Luxuriosität, aber einladend genug. Okay, ich bin zu früh ausgestiegen. Wir werden bis zum Ende fliegen können. Gucken, ob wir nochmal reinkommen.
So, das hat uns nochmal ein Stück nach vorne gepusht. Und dann geht's mal dahin. Und dann müssen wir dann mal landen. Und dann gucken wir mal, ob wir das diesmal besser hinkriegen. Oh Mann. Ja, ich habe meine Probleme hier mit der Steuerung. Ich gebe das ganz offen zu. So, und andocken. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht die Kampagne spielen. Tja, wie gesagt, ich wollte ursprünglich gar keine Kampagne spielen, wegen der ganzen Mission, weil dann einer Tour gequarkt wird. Aber... Das ist nicht so viel und ich denke, dass ich mir ein paar Gefallen verdient habe. Ja, aber wir müssen das Ganze ja spielen, damit wir halt wissen, wie das Ganze hier weitergeht und was wir überhaupt tun müssen. So, trotz Patch redet er immer noch nicht mit uns, kommt aber angeblich noch in dieser Woche und sind wir mal drauf gespannt. Ist scheinbar auch nur in der deutschen Version so, in der englischen scheint es zu funktionieren. So, jetzt sollen wir hier irgendwelche Komponenten suchen. Ich überlasse euch Jungs da mal diese Aufgabe. So, sie geht wieder zurück ins Schiff. Und wir dürfen ein bisschen Rollenspielerfahrung sammeln, die da so aussieht, dass man Kisten, die rumstehen, einfach öffnen kann, um irgendwelche tollen Gegenstände daraus zu looten, was ganz ehrlich in meinen Augen für X der größte Blödsinn ist, den es gibt, weil X ist in meinen Augen nicht so ein Rollenspiel, wo man rumrennt und Kisten sucht. Tut mir echt leid, das so sagen zu müssen, aber es ist einfach so. In X will ich fliegen, deshalb machen wir das ja. Oha, was haben wir hier? Da hat sich einer versteckt. Was ist der denn? Das ist alles so klein geschrieben. Und wenn die sich dann noch bewegen, das sind Schwarzmarkthändler. Raten Sie mal, was ich für Sie habe. Tja, keine Ahnung. Zeig mir doch einfach mal deine Ware. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Natürlich. Oha. Das sind alles illegale Waren. Huiuiuiui. Nee, da lassen wir lieber die Finger davon. Schluss werden wir gescannt. Und dann kriegen wir unser Raumschiff, was wir gerade erst zusammenflicken und im Hintern weggeschossen. So, habe ich alle Kistchen? Nee, da sind noch welche. Also das Ganze soll auch so ein bisschen Ego-Shooter-mäßig zu steuern sein. Aber ganz im Ernst, jeder Ego-Shooter steuert sich besser. Ich kann nicht verstehen, was das ganze Getue um KI soll. So, und da haben wir das Teil gefunden, was wir gebraucht haben. Und die Leute, die da immer in die Hocke gehen, die sind auch ganz witzig. Wenn man sich nämlich mit denen unterhält, treten Sie näher, Pilot. Dann stehen die auf. Echte Schnäppchen. Und manchmal, wenn man nicht aufpasst, und dann gehen die nämlich auch wieder in die Knie. So, zeigen Sie Ihre Fähigkeiten. Ja, nur Fragezeichen. So, und genau das habe ich gemeint. Das ist einfach super. Da wird es ja manchmal bei manchen Gesprächen schlecht. So, jetzt haben wir mit dem hier, da hast du das Teil, reparieren wir das Schiff. Tja, okay, wir versuchen nochmal was rauszufinden über unseren Co-Pilot. Ja, wahrscheinlich werden die Dinge mit ihr nicht einfach ablaufen. Sie sagte, sie käme von Herz von Albion. Klingt recht anständig. Tja, das Herz von Albion ist aber der größte Feind oder nicht der größte Freund von PMC. Und die haben nun mal das Sagen in dieser Gegend und tja.
Das ist nicht ganz so einfach da. Danke für die Hilfe. Ich denke mal, da werden wir auch noch unsere Problemchen kriegen. So, jetzt sagen sie uns, wir können schnell reisen mit Enter 5. Und dann nochmal die 5 für Plattform verlassen. Und dann sind wir direkt im Cockpit und sind schon so gut wie am Start. Und jetzt haben wir ein kleines Problem, denn wenn wir die Steuerung übernehmen, dann drehen wir uns direkt normalerweise. So, wir beschleunigen mal ein bisschen. Fliegen mal hier raus. Hoffen, dass wir mit nichts kollidieren. Und jetzt sollen wir ein bisschen Schießen üben. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze wird. Auch da, wie gesagt, ist ja von mir eine große Enttäuschung. Probiere am besten mal aus, ob die Waffen funktionieren. Ist ja eine große Enttäuschung, dass wir hier nichts selbst einsammeln dürfen. Wir haben ja auch nur dieses Schiff zur Verfügung. Es gibt keine anderen Schiffe hier drin zu fliegen für uns. Das ist auch anders wie bei den anderen Spielen von der X-Reihe. Da konnte man ja alles Mögliche fliegen, konnte sich andere Schiffe besorgen und so. Es ist eine Schande, dass du kein Großschiff mit Sammlerdrohnen hast. Die Mineralien in diesen Felsen werden in vielen Industrien genutzt. Kann ich da auch nicht drauf zufliegen? Ich will das jetzt echt mal testen. Hast du es geschafft, jemanden zu kontaktieren? Na, ja, geht die Story wissen, weiter. Gut geht. Ich hasse es, eine Last zu sein, aber könntest du mich zu ihnen bringen? Es ist nicht weit von hier. Ja, können wir machen. Achso, da muss ich ja wieder sagen, geht klar. Das ist das Problem. Also wenn ihr jetzt hier auf dem Bildschirm guckt, dass hier das Ding aufpoppt, das ist ja fast nicht klar, zu sehen da mit dem Hintergrund. Wenn es läuft, ist das Mindeste, was ich tun kann. Danke. Ich markiere den Ort in deinem Leitsystem. Wir treffen dort ein Herz von Albion-Schiff, das mich aufnehmen wird. So, nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne mal versuchen... Also, was machst du beruflich? Nichts von Dauer. Hier und da ein Job. Eher nur Zeitvertreiber als richtiges Geld. Was ist das? Ein Freiberufler also. Sieht aus wie ein Container. Wenn man genug Arbeit finden kann. Mein Vater arbeitete jahrelang für die Plutarch Mining Corporation. Ich habe erlebt, wie er immer gestresster und gereizter wurde. Daher entschied ich, dass das Unternehmensleben nichts für mich ist. Er ist nicht mehr da, aber er hat mir genug hinterlassen. So kann ich frei entscheiden, was ich tun will. Als du deine Zeit damit verbringen willst, alte Schiffe, die du findest, wieder in Stand zu setzen, hast du hier einen Volltreffer gelandet. So, wir gucken mal, ob wir da auch was aufnehmen können oder ob das eine Kollision gibt. Das gibt eine Kollision. Also, wir können es nicht aufnehmen. Von daher hat sich die Frage erledigt. Trotzdem haben wir einen Container gefunden, wo ich noch nicht so genau weiß, was der beinhaltet. Weil ich dummerweise noch nicht weiß, wie man ins Inventar kommt, um zu gucken, was man da aufgesammelt hat. So, aber jetzt haben wir erstmal einen Auftrag, nämlich irgendwo hinzufliegen. Und ich suche gerade hier den Weg, weil der ist so gut beschrieben. Ah, da müssen wir rein. Also wie gesagt, das Spiel hat seine Schwächen. Ich will es trotzdem let's playen, weil ich der Meinung bin, Egosoft kriegt's hin, dieses Spiel innerhalb kürzester Zeit auf das Level zu hieven, wo wir es alle erwarten würden. So, in 80, 40, 10 und raus. Ja schön, dann fliegen wir mal zum anderen Highway rüber. Wir haben dann doch schon verlassen, den Highway. Wieso kriegen wir geschrieben, wir sollen den verlassen? Das Problem hier ist einfach nur die Größe. Diese wahnsinnige Größe. Typisch für Space Games eben. Wir werden unheimlich lange Strecken zurücklegen müssen. Und wir werden Dinge tun müssen, wo ich noch nicht weiß, ob ich die wirklich alle aufnehmen soll. Das wird sich dann noch zeigen. Eigentlich würde ich euch ganz, ganz, ganzes Spiel zeigen. Halt endlich die Klappe, Betty. Oh ja, Betty. Betty ist die ganze Zeit am Quaken. Ich glaube, Betty ist unser Schiffscomputer. Und wir haben eine Monster-Lag.